Ja, das wäre jetzt wohl das Wichtigste und ich bitte diese Parteien, uns zu kontakten und ich biete ihnen das an. Ne, also, aber alle Parteien halten denn zusammen und bitte helfen Sie die SPD und die, das sind Verbrecher, ne? Das sind Verbrecher, die so einfach haben weitermachen lassen, die jetzt Linke heißen und so. Ich weiß nicht, was mit diesen westdeutschen Linken ist, ob man die noch wieder isolieren kann und die sich dann, dann wieder anders nennen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen kann, weil die anderen wollten es unbedingt mit denen. Und das klappt ja nie. Und dann haben sie es einfach bearbeitet und haben es mit Gewalt gemacht. Und sie merken ja, jeder sollte merken, wie dumm Merkel ist. Das ist es sagen. Und auch wie dumm Gauck ist. Aber es ist erstaunlich, dass sie es geschafft haben. Was für ein Niveau doch Herr Wolf hatte und was für ein Niveau doch Köhler? Ja. Herr Köhler hatte. Sehen Sie, und immer wenn ich die Namen kenne, das ist dann so was, dann sind sie mir aufgefallen, weil sonst kenne ich keine Namen. Weil das interessiert mich nicht, wie andere heißen. Dieser Hasselbeck, den kenne ich bloß, weil ich den jetzt wissen muss, weil er meine Tür gerammelt hat. Dann merke ich mir die Namen natürlich auch. Ja, also, es wird Zeit, dass wir da was machen und es wird Zeit, dass wir schnell was machen, weil ich weiß nicht, wie weit die sind. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch so kann und ich beginne halt, wie ich gar nicht das wird. Selbst wenn ich anfangen sollte zu forschen und so, sind sie noch nicht zu erreichen. Andere, die mit mir das jetzt durchziehen, damit sie forschen können, müssen sie nicht wundern, das mache ich trotzdem. Ne? Selbst wenn ich hier bin, mache ich es und ich mache es im Kopf. Man muss bloß aufpassen, dass keiner an mich rankommt. Wie gesagt, das passiert bei mir alles im Kopf. Ich spare dadurch sehr, sehr viel Geld. Ich nehme auch heute an, das sind nicht nur 100.000 Patente, 10.000 Patente von uns, sondern bestimmt 20 und 30 Patente, weil ich wusste einfach nicht, dass hier die Idee ist. Also diese Dinger hier, was ich jetzt im Kopf habe, da mit dem Ding, das werden gleich so ungefähr 50 Patente wohl machen, wahrscheinlich sogar mehr. Was ich ja gesagt habe, mit den drei verschiedenen Systemen der Energiegewinnung. Von ACP und Mobili und junge Leute, möchte ich euch sagen, das habe ich ja schon vor vielen Jahren vorausgesagt, dass von ACP und Mobili gibt es natürlich nicht. Das ist eigentlich meine Mobilfahrunterweisung. Ich habe gesagt, dass durch moderne Technologien wird es sowas geben. Dass es möglich ist und dass es auch eins ist. Und eins erzeugt sogar Energie. Dass wir so lange Energie erzeugen, bis es verschlissen ist und kaputt ist. Kann ich nicht stoppen. Aber natürlich ist es auch eine Mogelpackung. Natürlich nutze ich auch andere Energien. Aber andere Reaktionen. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich habe dazu eigentlich alles gesagt. Ja. So, und ich wünsche auch hier den Kontakt jetzt hier mit den Politikern. Ne? Also, sie haben sich hier noch doll umarmt. So Fee oder so heißt er ja, ne? Ja. Hier. Der war ja vorher Innenminister und so. Wir haben ihn damals auch schon angemeldet. Also, hängt da voll mit drin. Und Frau Roth hat ja auch gar nicht reagiert. Ich bin überzeugt, dass sie total Bescheid wissen. Und hier war dann große Merkel-Liebe und Merkel sieht das schlimm aus. Wir können natürlich kein Fernsehen sehen, aber ich habe wieder ein Bild gesehen. Also ich glaube nicht, dass sie von Heroin weg sind. Und ich sehe die Bewegung nicht, sonst könnte ich es genau sagen, weil das Heroin das schädlichste Drogen geschlagen wird. Ich habe damals immer gedacht, was haben die für psychische Probleme? Oder man hat mich da ja reingesteckt in die Psychiatrie einfach. Man wollte das machen. Und ich nehme auch heute an, dass man die Psyche des Menschen gar nicht so leicht versteht. Und dass viele Psychiater damit totale Probleme haben. Dass sie mir so tun, als wenn sie es verstehen. Und sonst wollte man mich da nicht reinhaben. Ich hatte dazu absolut keine Lust, weil ich kann das nicht sehen, wenn so Leute so leiden sind. Zumindest wenn du so mit denen man gar nicht richtig sprechen kann oder so. Oder angeblich Alkoholiker, die heroinsüchtig sind, weil das mal gescheitert. Ich kann sowas einfach nicht haben. Ich bin ein bisschen zu weich, aber kann aber auch Angst haben von der Ex-DDR-Bürgern. Also ich gleich schon durch. Das ist gut, dass mir das anfällt.